Also, es ist so, man tut so, als sei sein Hotel oder sein Restaurant aufblasbar. Und je nachdem, wie viele Anfragen oder Reservierungen reinkommen, kann man also es entweder aufblasen oder man kann auch Luft rauslassen, sodass man also immer optimal ausgebucht ist. Und wenn ich das vorher weiß, dass es so ist, nämlich wie viel eigentlich da so ein kommt, und der ist unabhängig davon, wie viel Zimmer ich eigentlich habe, dann wäre der Piep zum Beispiel. Zack, fertig. Jedes Hotel hat seinen Preis, ne? Das ist davon abhängig, wie viel Zimmer ich habe, wie viel ausgebucht sind. Was sagt mein Forecast? Aber er ist halt auch davon abhängig, wie gut ist mein Hotel und wie gut nehmen die Gäste mein Hotel wahr. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist er auch davon abhängig, inwieweit ist mein Hotel eigentlich besser als vielleicht das Hotel nebenan. Und inwieweit kann ich deshalb auch mehr verlangen als mein Mitbewerber, der nebenan ist, einfach weil ich bessere Bewertungen habe auf die gängigen Bewertungsportalen. Wenn ich das messe und gegen meine Rate abgleiche und gegen die Rate des Mitbewerbers, dann habe ich genau das getan, worum es gerade geht. Genau. Also ich habe gehört, es geht nicht nur um Revenue, sondern auch um Kosten. Auf jeden Fall. Und im Endeffekt kommt es darauf an, was unterm Strich übrig bleibt, was wir im Endeffekt zur Bank nehmen können. Und das ist leider nicht der REFPA. In der Tat, viele schauen nur auf den REFPA, aber es gibt so verschiedenste Abteilungskosten und Personalkosten, die letztendlich den größten Impact aufs Ergebnis haben. Genau, insofern ist da das klarste Measurement eigentlich zu schauen, wo stehen wir nach Revenue und nach den jeweiligen Kosten, wo stehen wir dort? Und die jeweilige, vergiss es, die jeweilige, wie heißt das? Die jeweiligen, ja, den jeweiligen Index, den geht es zu Okay. benennen. Index, das war das Wort. Es geht darum, dass man verschiedene Preise hat, die der Marktnachfrage entsprechend angepasst werden. Er hat schon alles gesagt. Nein, das hat er nicht. Doch, Das war ich habe die hier was perfekte übrig. Definition. Ja. Also es geht darum, dass dann auch alle anderen Preise, die damit dranhängen, dass die sich mitbewegen. Genau, Dass sie das. dass da eine Dynamik entsteht anhand der Nachfrage und dass man sich so den Marktverhältnissen entsprechend anpasst.